Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum World of Warcraft. Wir befinden uns immer noch bei Warlords of Draenor. Müssen hier jetzt die Quest abgeben, dass wir hier hochrennen. Das ist so ein bisschen Movement-Kram. Was wir auf jeden Fall wieder machen, ist uns wieder anmelden für eine Instanz. Da kriegen wir halt noch ein bisschen XP. Wir haben auch ein Level abbekommen. Wir sind jetzt Level 93 und jetzt versuchen wir mal das Ganze hier hochzurennen, ohne dass uns hier irgend so eine Kugel erwischt. Weil das ist nämlich ein bisschen doof, wenn sie das tut. Sollte das vermeiden. Ist so ein bisschen wie bei Takeshis Castle, habe ich das Gefühl. Zack, jetzt gehen wir hier dran vorbei. Ihr seht, Movement ist alles. Und wir haben es geschafft. Klar, wir hätten jetzt noch schneller rennen können oder aufmounten. Aber ich mache das lieber so, da habe ich ein bisschen mehr Kontrolle drüber. So, hier haben wir schon mal Thrall. Der Thrall. Der Rechtsdrall. Und jetzt müssen wir den Käsekuchen töten. Also nicht Käsekuchen, den großen Gronn. Also hier gibt es viele Gronns in der Edition. Hol ich mal ein bisschen. Hol ich mal ein bisschen Gefolge bei. Und auf geht's, ab geht's. Weil der gute Gronn, der schmeißt den ganzen Scheißdreck runter. Und um das zu vermeiden, müssen wir den jetzt leider töten. Dass halt unsere andere Truppe nachrücken können, dass wir den Thronsaal erreichen, praktisch, wenn man das Thronsaal nennen kann. Aber okay, das ist ja eigentlich relativ flott gemacht. Und das war's schon. Putti ist er. Putti, Putti. So, das ist alles unten. Wir müssen nochmal zurück zu Thrall. Ja, ich kann hier leider nicht fliegen. Was ich jetzt nicht extrem schlimm finde, das kann ich alles nachholen. Also wir können immer alles nachholen. So. Nicht wirklich. So, wir haben halt hier die Sachen. Das ist 124. Was haben wir hier an? Handgelenke, ja, tauschen wir aus. Weil 140 zu 124 ist schon eine Verbesserung. Schuhe können wir nicht anziehen. Was man auf jeden Fall mal machen kann, ist das Tundra-Mammut. Wie gesagt, kann ich bloß jedem empfehlen, Tundra-Mammut. Ja. Tundra-Mammut sind halt was Feines, weil man kann... Beim Verkaufen könnt ihr nicht mehr damit handeln, selbst nach einem... Ne. Will ich ja nicht. So, der Rest kann ich weg. Weg, weg, weg. Dann reiten wir mal rein. Also wie gesagt, der Gronn ist hingegangen, hat hier die Felsbrocken dann darunter geschmissen. Deswegen mussten wir ihn jetzt aufhalten. Oder töten, besser gesagt. So, hier müssen wir die Gefangenen befreien. Was wir auch machen. Die unterstützen uns dann nämlich ein bisschen. Und während die dann uns unterstützen, können wir noch die Oger töten. Was wir auch 10 töten müssen. Zack, wir haben schon 2 befreit. Einen Oger getötet. Nehmen wir die da drüben noch mit. Also es ist schon eine gute Sache, wenn man die befreit und dann gleich noch die Oger mittötet. Man hat halt so ein bisschen den Vorteil, dass die da mit draufhauen und man halt nicht so viel machen muss. Klar, irgendwann sind sie halt weg. Wie immer. Dann gehen sie an der nächste. Jetzt gucken wir mal, wo noch ein paar sind, dass wir uns durchhauen können. Den nehmen wir noch mit. Das heißt, wir hätten dann schon mal 4 Oger kaputt gemacht. Meistens stehen die immer zu 2 bis 3 Leute zusammen. Deswegen brauche ich mir doch keinen Kopf zu machen, dass das so unregelmäßig hochgeht. Hauptsache, es wird gemacht. Wir müssen unser Gefolge befreien. So, hier sieht man schon wieder, hier sind wir 2 zusammen. So, das bedeutet, ich habe dann schon mal wieder 4. Und habe schon 4 Orks getötet, Oger getötet mit Orks. Hier ist Nummer 5. Na, komm her. Nicht im Sichtfeld. Willst du mich auch wohl draufschicken? Okay, da kommt jetzt gleich Schläger von hinten. Den nehmen wir noch mit. Somit hätte man dann schon 6 Oger.
Oger. Ich weiß nicht, das wäre auch noch eine schöne Klasse, wenn wir sie reinbringen würden, Oger. Aber okay, die wäre dann für die Horde oder als neutral? Ne, eher für die Horde. Was richtig cool wäre, wenn sie Murlocs als Klasse bringen würden. So, geht's jetzt? Nein, nicht im Sichtfeld, ist für verbuggt. Kram da. Das ist halt schlimm. Murlocs wären richtig cool als neutrale Klasse. Richtig geil. Ich würde mich so kaputt lachen. Weil früher in der 60er Zeit war Murloc so das absolute Hassvieh. Mir dann auch. Ich hab mich als geärgert. Da haust du einen fast kaputt, denkst, ja, jetzt hast du es geschafft, jetzt hast du es geschafft. Und dann dreht er sich rum und rennt zu seiner anderen Gruppe und bringt die alle mit. Allesamt. Da hat man dann statt einen Murloc, wo man eigentlich bekämpfen wollte, hatten wir dann 50, also 5 bis 10. Mit 50. Aber irgendwann hast du den ganzen Stand gehabt. Weil du sie nicht schnell genug kaputt gekriegt hast. Oh, das war es dann schon. Da hat man halt so gehockt. Nein, nicht schon wieder. Und dann versucht zu stunnen und dann ging das nicht. Dann kam sie doch und dann hat man noch Murloc-Schamanen dabei gehabt. Die dann. Jetzt lassen die mich, die Säcke mich alleine. Da hast du Schamanen dabei gehabt, die von beiden geschossen haben. Dann sind die noch schneller weggerannt und. Ja, Murlocs. Was mich ein bisschen jetzt ärgert ist, ich habe leider kein Murloc-Pad, weil die gab es nur auf BlizzCon. Und da habe ich nie die Sachen davor gekriegt. Auch das Pad an sich habe ich nicht, was ich sehr traurig finde. Aber okay, was soll's. Es gibt Sachen, die hat man halt nicht. Da sollte man halt nicht traurig nachweinen. Also irgendwann werde ich schon einen Murloc kriegen. Einer sitzt im Schrank. Leider nicht. Also, Blindeye? Blinkeye? Der Lilane. Der Blinde. Ja, habe ich drüben im Regal stehen. Also, da bin ich auch nochmal sehr dankbar. Also, hier vielen, vielen Dank, dass ich den gekriegt habe. Über den freue ich mich immer noch. Er hat auch schöne Ehreplatz drüber im Regal. Mal gucken, vielleicht bringe ich schon bei Gelegenheit mal rüber und halt mal in die Kamera. Ich mag Murlocs, also wie gesagt, die Original-Murlocs von früher, denn an den kommt man ja nicht mehr ran. Der, wo dann so schön Geräusche macht, wenn man nicht drückt. So, was haben wir hier noch? Zack, und der letzte, und dann sind wir durch schon. Zack, alle befreit. Ja, kommen wir hier dran vorbei, ohne dass wir pullen? Nö, aber das macht nichts, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit! So, jetzt hole ich mal Gefolge. Dann geht's mal ab. Autschen. Oh, Spinny ist tot. Gar nicht mitbekomme. What the fuck? Ah. Das ist noch ein Spieler. Oder? Naja, ist kein Spieler gewesen, das war einer von meinen. Bisschen heile. Hätte mich auch gewundert, weil das ja alles zeitverzogen hier. So, wie sieht's aus? 1 von 3 ist nicht schlimm. Das Blut der Frostwölfe ist dick. Ja. So, früher habe ich immer versucht, hier hochzugehen, dann über die Kette und bin immer runtergefallen. Immer wieder runtergefallen. Irgendwann habe ich schon gemerkt, ich muss bloß die Leiter anklicken. Und dann, nein! Aber okay, hier hochkrabbele und dann oben noch kämpfe, herzlichen Glückwunsch. Da hast du Power. Ja, der kann. Ghana. Naja. Ja, nicht wenn ich dich vorher umbringe. Ich werde dich töten! Autsch, 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 nichts wie weg.
Ja, viel hat er nicht mehr. Weg! Prozent. Nein, muss ich nicht haben. Darfst du behalten. So, gehen wir mal Spinni, bisschen Power, bisschen Leben drauf und beißen wir Zugkeule. Auch nicht aufgepasst. So, noch 31%. Das sollte ich doch schaffen. Laufen, 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 laufen. Autschen. Oh, jetzt nicht schon wieder. Also jetzt kommt die Reihenfolge, kommt aber ein bisschen heftiger. Ja, noch 7, 5, 4, 3, 2. Tot. Put. Put, put. Ja, gute Idee. Immer schön verschanzen. Ihr habt euch meinem Clan gegenüber als loyal und zu großem fähig erwiesen. Ja, ja. Kann schon Sinn. Kann schon mucksen. Unsere Stellung in der Speerspießerfestung ist verwundbar. Und einige meiner stärksten Krieger sind meinem hitzköpfigen Bruder gefolgt. Im Kampf gegen Dorok, den Skrupellosen, hat mich euer Können beeindruckt. Okay. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr weiterhin an meiner Seite kämpfen würdet. Können wir machen. Bis ich Level 100 bin, dann muss ich leider fort. Weil dann geht's nämlich weiter. Ah, die halbe Stunde ist rum. Das heißt, ich kann die Garnison zurück. So, jetzt können wir hier die Quest abgeben, kriegen neue Quests und einen neuen Flugpunkt. So. Familie bedeutet Stärke. Lasir Draka begegnet. Sagt ihr, ich komme bald zurück. So, Segen des Wolfes, Geist des Wolfes. So, hier haben wir es. Du bist der Raubtiere. Nup, 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 nup. So, hier können wir auch noch Quests annehmen. Sollte man auch tun. Einmal Flugpunkt, einmal Quests. Flugpunkt, Quest. Grüße, Kommandant. Ihr seht, wir haben hier jetzt bis jetzt nur 2 Flugpunkte. Gold 10 jeweils. Weiter, so, wir haben jetzt hier unten außenrum die ganzen Quests jetzt bekommen. Wir müssen nochmal zurück. Einmal hier unten, dann in der Bastion. Hier können wir Bonusziel machen. Um hier runter zu kommen, am einfachsten geht man hier näher. Richtig hinsetzen. Ah. Raptor verwenden. So, hier kommen wir dann schöner ohne. Schluck trinken, volle trockene Hals. So, schon besser. So, hier unten müssen wir dann auch noch Sklave befreien und kriegen. Ja, ich hab's gehört. Hier unten müssen wir Sklave befreien und wir bekommen einen neuen Begleiter, den wir auf Mission schicken können dann. Das jetzt nehmen wir noch mit. Das gibt mir Haufen XP-Wirre. Bang! Oh, und Urgeist. So, ja, mein guter Kerl, wo uns jetzt die Quest gibt, dass wir Leute befreien sollen. Das machen wir auch. So, die müssen wir auch lynchen, aber da gucke ich dann halt immer, dass ich mir den Weg damit hin frei hau, wo ich hin muss. Ja, okay, die sind 93, ich bin auch 93, also das passt.
Zack. Also sie sollten eigentlich schnell fallen. Oh, Spinne braucht noch ein bisschen Leben. Ah, da kommt schon der nächste von hinne. Den kann ich ja gar nicht gebrauchen dann. Immer noch alleine. Das könnte sich aber noch ändern. So. Oh, wir haben was Neues bekommen. Handgelenk. Leder 116 Handgelenk. Ja, ist 2 Punkte besser als das, was wir haben. So, da ist einer, wo wir brauchen. Und weiter geht's. Also wir müssen uns einmal hier hochkämpfen, die ganzen Orks befreien. Und ganz oben ist dann noch ein Kumpel, den wir auch noch befreien müssen. Die werden halt überall hier ein bisschen verteilt, die ganze Gefolge, wo man dann losballern könne, sage ich jetzt einfach mal so, oder auf Missionen schicken, wo uns dann Sonderkram geben, wie XP oder spezielle Items, Gegenstände oder Ressourcen. Was auch noch schön ist, die Charaktere leveln, also sie werden auch immer besser, die Rüstung wird auch immer besser, sie steigern sich auch. Und irgendwann ist dann halt immer so, dass egal, wenn man losschickt, das auch levelbasierend ist. Also ihr seht jetzt zum Beispiel hier, wo habe ich das da, dass hier die auch für levelbasierend sein könne. Das wird ab Legion spätestens sein. Wird aber auch hier schon passieren, wo man dann sieht, okay, das ist für Level, sag mal, Level 80, Level 90, 92, 93. Und die steigern sich halt mit. Ist doch eigentlich alles auf. Was willst du denn? Momentan ist so ein bisschen Probleme mit meinem PC zu kühlen. Da die Festplatte, wo es jedes Mal die Beschwerde kommt, zwischen CPU, also zwischen mit dem AMD Razer 2 sitzt und der Grafikkarte, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die extra Hitze abkriegt und dann jedes Mal die Fehlermeldung kommt. Das kann dann schon ein bisschen nervend sein. Ich habe aber auch im Moment noch keinen Plan, wie ich das am besten kühlen kann. Wasserkühlung bin ich mir immer so ein bisschen unsicher. Ich habe jetzt im Moment eine große Lüfter drauf und die Grafikkarte sitzt die Press unten drunter, wo ich am überlegen bin, ob ich die Grafikkarte nicht hoch kann einbauen. Man sieht es zwar nicht, aber es würde dann weniger Hitze auf das Ding drauf kommen, obwohl ich eher sagen muss, dass die Haupthitze eigentlich schon in Ryzen kommt. Und ich weiß nicht, wie ich die am schnellsten von da wegkriege, die Hitze, weil AMD läuft doch schon mal richtig gut warm, was ich gelesen habe. Muss ich mir irgendwelche Gedanken machen. Oder wenn ihr einen Tipp habt, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, was ich machen könnte. Klar bin ich über jede Hilfe froh, weil so der absolute Computercrack bin ich nicht. So ein bisschen Halbwisse habe ich, so mehr so laienhaft. Aber es langt, um mich durchzuwursteln, wie ich immer so schön sage. Ja, es langt zum Durchwursteln. So, wie viel brauchen wir noch? Noch 4 Oger, jetzt sind eigentlich nur noch 3 gleich. Spinny ist schon wieder tot. Ich muss mehr auf Spinny aufpassen. Oh, was haben wir jetzt gekriegt? Platte. Platte kann ich nichts mit anfangen, das ist mir ein bisschen so schwer. Und macht mir meine schöne Haut kaputt. Ich könnte mich auch mal ein bisschen heilen. So, was ich mal gucken wollte, ob sich das automatisch... Ja, Knurre schaltet sich automatisch wieder ein. Das ist schön! Das ist schön! Und kaputt. So, wie viel Oger? Orks brauche ich noch 2. Das sind die beiden, wo hier liegen, wenn sie nicht gerade tot sind. Der ist dann Nummer 10, wenn ich mich nicht... Ne, Nummer 11. Das reißt also praktisch einmal viel hoch und dann haben wir es schon. Zack. So, befreien wir den noch. Ja, den brauchen wir nicht mehr zu befreien. So. Das ist da unten. Wir müssen da hoch. Der ist nämlich ganz da hinten, der Typ. Ja, werf du nur. Den müssen wir sowieso mitnehmen. So.
Also, wenn ihr die ganzen Typen sucht, guckt im Internet, da werden alle aufgelistet, wo man wo wen kriegt. Man kriegt sogar einen im Raid, da müsste man dann zuerst den Boss töten, bevor man ihn tötet. Aber meistens funktioniert das nicht. Also, es ist immer schwer, wenn man da mit einer wahllosen Gruppe drin ist, wo nicht sich ein bisschen absprechen könne, kriegt man den nicht so, wie man das gerne hätte. Also, ich habe den bis jetzt immer gekriegt. Muss aber auch dazu sagen, dass ich immer entweder alleine drin war, wo ich viel größer war, oder mit einer Gruppe, wo von Ray, also von, Entschuldigung, von Guildenmitgliedern ist, die dir dann genau helfen können, was du brauchst. Aber in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zusehen und sage dann schon mal Tschüss.